Bei der ersten Pressekonferenz der SPÖ nach der Landtagswahl 2015 erklärte Landeshauptmann Hans Nissel, dass er beim Parteivorstand der SPÖ die Vollmacht erhalten habe, mit allen anderen Parteien über eine Regierungsbildung zu verhandeln. Dies sei notwendig, weil sich eine Koalition gegen die SPÖ mit ÖVP, SPÖ und PLP ausgeht. Er sprach davon, auf alle Fälle Landeshauptmann bleiben zu wollen, da es seiner Meinung nach der stärksten Partei zustehe, den Landeshauptmann zu stellen. Wir erinnern allerdings auch an Schwarz-Blau als Bundesregierung, wo die drittstärkste Partei, die ÖVP, den Kanzler stellte. Auf jeden Fall werden es spannende Koalitionsverhandlungen im Burgenland. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht kann man die Tür schließen, aber es kommt noch jemand. Ich darf Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz. Wir haben soeben Landesparteipräsidium, Landesparteivorstand gehabt. Ich darf auch vorausschicken, alle waren eigentlich anwesend. Es hat einen sehr, sehr guten Besuch gegeben. Wir haben auch das Wahlergebnis kurz analysiert. Im Wesentlichen hat die Analyse ergeben, dass gerade in den letzten 10 Tagen sich sehr viel bewegt hat. Es hat in diesen vergangenen 10 Tagen eine sehr intensive Diskussion über Asylwerber im Burgenland gegeben. Es wurde die Kaserne Bruck-Neudorf angeboten. Es wurde in Oberwart unterstellt, dass in das alte Krankenhaus einige 100 Asylwerber kommen. Wir haben die Bilder im Kopf, die auch über die Medien mit den Zeltstädten auch präsentiert wurden. Und es hat auch in Neusiedl das Rote Kreuz in den Garagen Asylwerber untergebracht. Das alles hat sich natürlich sehr rasch herumgesprochen und diese Situation ist natürlich eine sehr wesentliche gewesen. Der zweite Punkt ist auch die wirtschaftliche Situation in Europa, in Österreich und auch im Burgenland. Sie haben heute die aktuellen Arbeitsmarktdaten auch erhalten. Wir haben auf der einen Seite wieder Rekordbeschäftigung, 1000 neue Beschäftigte sind dazugekommen, auf der anderen Seite ist aber auch die Arbeitslosigkeit gestiegen. Der dritte Punkt ist natürlich auch der Verdrängungsprozess am burgenländischen Arbeitsmarkt. Diese 1000 neuen Arbeitsplätze, da geht schon ein wesentlicher Teil an Nicht-Burgenländer. Auch das führt zu einer gewissen Unzufriedenheit. Und der nächste Punkt ist die Situation auf Bundesebene, dass wir keinen Rückenwind von Bund bekommen, glaube ich, ist allgemein bekannt. Und natürlich hat diese Situation auch zu diesem Wahlergebnis beigetragen. Wir haben das in diese Richtung analysiert, nehmen es zur Kenntnis und müssen natürlich und tun das auch, den Wählerwillen in entsprechender Form respektieren. Für uns ist auch klar, dass es verschiedene Änderungen geben muss. Wir wollen auch wir haben ein Verhandlungsteam beschlossen, ein Verhandlungsteam, das die Vertreter des Städtebundes vorsieht, die Frau Bürgermeister Salomon, auch den Vertreter des Gemeindevertreterverbandes, den Erich Trommer, dann ist der Robert Hergovic, es ist der Klubobmann Christian Iletic, es ist der Landeshauptmann und es ist in weiterer Folge der Landesrat Bieler, der ebenfalls im Verhandlungsteam ist und auch unser Arbeiterkammerpräsident Alfred Schreiner. Also wir haben 7 Leute nominiert und wir werden auch das erste offizielle Sondierungsgespräch am Mittwoch um 9 Uhr mit der ÖVP beginnen. Das hätten wir so vorgesehen und es wird in dieser Woche zunächst informelle Gespräche auch mit den Vertretern aller anderen im Landtag vertretenen Parteien geben. Wir wissen, dass die ÖVP mit allen spricht und ab sofort spricht auch die Sozialdemokratie mit den Repräsentanten aller im Landtag vertretenen Parteien. Das heißt, es kann sehr rasch gehen. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 3-4 Wochen auch eine
Regierung im Burgenland haben, eine stabile Regierung und sofort mit der Arbeit beginnen können. Also wir loten ab dem heutigen Tag mit allen Vertretern aus, wer bereit ist, in eine Koalition einzutreten. Und ich habe von allen Parteien auch die Rückmeldung, dass sie dazu bereit sind, mit der Sozialdemokratie in eine Regierung zu gehen. Also insofern haben wir viele Optionen und wir werden in kurzer Zeit uns jene Option auch aussuchen, die eben möglich ist, die bereit sind, auch unseren Ideen und Vorstellungen von einer geänderten Politik in entsprechender Form auch mittragen. Also ich glaube, das sind sehr wesentliche Beschlüsse. In dieser Woche einige Sondierungsgespräche am Mittwoch mit der ÖVP. Wenn es möglich ist, ich bin dazu bereit, auch am Freitag mit den Freiheitlichen und parallel dazu Gespräche mit den Vertretern aller Parteien, um ganz einfach auszuloten, wie ernst sie das meinen, dass jede im Landtag vertretene Partei sagt, ja, wir wollen mit euch eine Koalition bilden. Also soweit die Beschlüsse. Und was mir auch ganz wichtig war, ich habe eine Generalvollmacht einstimmig vom gesamten Landesparteivorstand bekommen, nämlich zu entscheiden, mit wem wir in eine Koalition eintreten und wie das Regierungsteam auch aussieht. Also insofern ist das eine sehr starke Position, weil sehr kurzfristig und rasch entschieden werden kann, mit wem wir die Koalition bilden, beziehungsweise unter Umständen über ein Wochenende durchverhandeln und dann auch abschließen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn alle mit allen reden, dann muss diese Generalvollmacht gegeben sein. Und die habe ich einstimmig bekommen. Und es tragen alle. Alle im Landesparteivorstand tragen jede Koalition mit. Sie vertrauen mir, dass ich die bestmögliche für die Sozialdemokratie mache. Aber es wird jede mitgetragen. Und um die Frage auch gleich zu beantworten, die sicher kommt, einstimmig trägt der Landesparteivorstand auch eine rot-blaue Koalition mit. Also auch hier gibt es Einstimmigkeit und auch das wird mitgetragen. Die Entscheidung Generalvollmacht habe ich einstimmig dazu auch bekommen. Das heißt nicht, dass wir rot-blau anstreben, sondern wir reden, wie gesagt, mit allen, aber manche glauben, na, da wird die Partei nicht mitspielen. Da gibt es eben diesen einstimmigen Beschluss und wir werden sehen, wie ernst es alle anderen Parteien nehmen, in eine burgenländische Landesregierung auch einzutreten. Herr Landeshauptmann, meine Damen, meine Herren, der heutige Landesparteivorstand hat das Wahlergebnis sehr nüchtern und sehr sachlich analysiert und wir haben auch schon Wählerströme erhalten, die über Nacht fertig gemacht wurden und der Landesparteivorstand hat sich auch diese Wählerströme sehr genau angesehen und einige Schlüsse daraus gezogen. Beispielsweise haben wir festgestellt, dass 8000 Wählerinnen und Wähler der Sozialdemokratie, die das letzte Mal SPÖ gewählt haben, diesmal nicht zur Wahlurne gegangen sind und da müssen wir auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Da haben wir offensichtlich zu wenig Mobilisierung an den Tag gelegt. Erfreulich war aber für die Sozialdemokratie vor allem eines, die SPÖ Burgenland ist und bleibt die Jugendpartei. Denn wir sehen in den Wählerströmen, dass die Sozialdemokratie mit 36% der Jungen unter 29-Jährigen ausgestattet war. 36% der Wählerinnen und Wähler im Burgenland unter 29 Jahre haben der Sozialdemokratie ihr Vertrauen geschenkt. Wenn wir uns anschauen, wie die anderen Parteien liegen, dann stellen wir fest, dass die ÖVP lediglich 17% auf sich vereinen kann und die FPÖ ebenfalls nur 16% auf sich vereinigen konnte. Also zusammengezählt hat Schwarz-Blau hier bei den Jungen weniger als die Sozialdemokratie an Stimmen erhalten hat und das ist durchaus erfreulich. Insgesamt das Wahlergebnis darf ich sagen, dass der Landesparteivorstand jetzt hochmotiviert ist. Wir wollen dieses Wahlergebnis auch zum Anlass nehmen, noch härter zu arbeiten, noch besser zu kommunizieren, um unser Heimatland Burgenland natürlich weiter voranzutreiben. Ich glaube, die heutige Generalvollmacht, die der Landeshauptmann bekommen hat, die wurde einstimmig erteilt, ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen nach außen, denn der Landeshauptmann wird
mit seinem Verhandlungsteam nun festlegen, mit welcher Partei wir in den Regierungsverhandlungen dann eintreten. Wir werden zuerst die Sondierungsgespräche vornehmen, hier die Eckpunkte abstecken und dann mit einer Partei dieser nach den Sondierungen in Koalitionsverhandlungen eintreten. Und der Landeshauptmann wurde ausgestattet, einstimmig mit dieser Generalvollmacht, dann festzulegen, welche Koalitionsvariante hier in Frage kommt und zweitens auch, wie das Team danach ausschaut. Und ich glaube, diese Generalvollmacht ist sehr, sehr wichtig, weil die Burgenländerinnen und Burgenländer rasche und schnelle Entscheidungen jetzt erwarten und damit sind die Rahmenbedingungen gegeben.